Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir sind hier auf Antigua, glaube ich, ne? Und haben hier die hübsche Scarlett getroffen, die einfach mal aus dem Nähkästchen plaudert. Und wenn wir ihr sogar noch 50 Goldstücke geben, sagt sie uns, wo wir was holen können. Vielleicht dient es ja schon unserem Freund Rick, der ja einen Schatz haben möchte, um seinen Lebenstraum von der Selbstständigkeit zu erfüllen. Ich möchte ja auch gern selbstständig werden. Vielleicht soll ich mir auch einen Schatz suchen. Ich habe zwar schon den größten Schatz auf der Welt, mein Wolfi, aber finanziell? Naja, da müsste ich eine Bank ausrauben, das zahlt sich nicht mehr aus, recht. Vergess mal das. Zurück zu Risen. Also, sag mir, wo es was zu holen gibt. Sag mir, wo es was zu holen gibt. Ich habe gehört, dass Admiral Alvarez eine Schatzkarte gefunden haben soll. Aha. Die ist vielleicht noch im Haus der Kapitäne. Daneben sind der Friedhof und der alte Blutschwurplatz. Dort könntest du dich auch mal umsehen. Danke für die Tipps. Gerne, Schätzchen. Sie ist echt ein munteres Persönchen. Wegen der Händler. Wegen der Händler. Bei wem kriegt man was... bei wem kriegt man Waffen? Bei wem kriegt man hier Waffen? Bei Donovan, unserem Büchsenmacher, bekommst du die besten Pistolen der südlichen Inseln. Wilson hingegen ist ein Schmied. Er verkauft Stahlwaren und schwere Geschütze. Woher bekomme ich Proviant? Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn am hinteren Stadtausgang. Bekomme ich hier auch was Richtiges zu trinken? Du bist hier auf Antigua, Schätzchen. Geh einfach zu Spencer in den Hexenkessel. Dort hängen auch die meisten Seefahrer herum. Alles klar. Bekommen hier auch was Anständiges zu trinken, Liebeskunst 60. Ausraum die Arme, das ist aber nicht nett. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Hat das was mit Silberzunge zu tun? Tatsächlich. Wie werde ich überzeugender? Gerissenheit 4, Silberzunge 1. 1000 Gold kostet das Ganze. Ich will jeden überzeugen können. Zurück. Zu meinen besten Zeiten haben wir die Weiber nach... Was? Ich hör den jetzt gerade nicht zu. Diebeskunst, warte mal, Charakter, Talente. Was haben wir denn? Diebeskunst 30. Ich bräuchte jetzt insgesamt noch 30, damit ich sie ausrauben kann, die arme Frau. Ich glaube, das kriegen wir so nicht hin, oder? 15, wenn ich Glück habe. Hier haben wir nur 5. Schmutzige Tricks, hilft mir da nicht wirklich. Silberzunge. Eieiei. Ich glaube, das lassen wir mal fürs Erste. Ich hatte immer genug Gold, Rum und Spaß. Du bist zu laut. Ich sag dir, es gibt immer noch genug Schätze, die gefunden werden wollen. Ja, dann heuer noch mal an der Kapitän. Was haben wir hier? Ich denk drüber nach. Zack. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Okay, bist du hier der Rausschmeißer? Wie bist du eigentlich so stark geworden, Diebeskunst? Da brauchen wir richtig viel Diebeskunst schon. Bist du Rausschmeißer? Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Ei, ei. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Und wann nerven sie dann? Wenn sie blöde Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn einer fragt. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, oder hier wird's ungemütlich. Du kannst auch ungemütlich werden? Boah, soll ich das jetzt echt... Alter, dann muss ich mich mit ihm schlagen, oder? Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Alter Schwede. Kannst du auch ungemütlich werden? Junge, ich bin echt geduldig, aber wenn du noch eine blöde Frage stellst, hau ich dir aufs Maul. Eigentlich wollte ich bloß ein paar Piratengeschichten hören. Ich höre ja schon auf. Du Pfeife, willst dich mit einem Piratenkapitän anlegen?
eine Frage wie diese? Alter, furchtbar. Na, hörte lieber auf. Eigentlich wollte ich bloß ein paar Piratengeschichten hören. Eigentlich wollte ich bloß ein paar Piratengeschichten hören. Wenn du Geschichten willst, geh zu Mac. Der ist am Weststrand und quatscht dir einen Knopf ans Ohr. Au weh, na, das sind doch zu gemein, also zu viel. Hast du von den Versunkenen gehört? Mara soll sie aus den Leichen über Bord gegangener Seemänner gemacht haben. Erzähl doch nicht immer so einen Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Frag Bill, er ist den Biestern schon begegnet. Ach so? Wenn Mara hier aufkreuzen würde, bekäme sie erstmal was aufs Maul. Mhm. Sag das nicht so laut. Wir können froh sein, wenn sie bleibt, wo sie ist. Ich habe keine Angst. Solltest du aber. Hi, Morgan. Hey, ho. Was? Ach so. Hey, ho, Captain. Und? Schmeckt der Rum? Der Rum ist gut. Spencers Zeug ist das Beste, was du für Gold kriegen kannst. Du bist Seemann? Jep, Steuermann. Damals habe ich die dicksten Schaluppen gefahren. Lange ist her. Du hast nicht zufällig Verwendung für einen Steuermann? Ich? Nein. Ich habe schon einen. Na ja, und? Ist er gut? Bisher sind wir immer angekommen, wo wir hin wollten. Ich denke, sie macht ihren Job ganz gut. Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, sie macht ihren Job ganz gut. Pah, das sagst du doch bloß, weil ich direkt neben dir stehe, oder? Sie? Eine Frau? Ja. Beim Donnerhagel. Jetzt stehlen auch schon die Weiber meine Heuer. Willst du nicht lieber einen anständigen Kerl deinen Kahn lenken lassen? Gleich gebe ich dir eins auf die Fresse. Patty. Ich bin ein guter Steuermann. Ich würde dich nicht enttäuschen. Lass gut sein. Ich möchte meinen Steuermann lieber behalten. Netter Versuch. Na schön. Wie auch immer. Ich könnte wieder Wind um die Nase vertragen. Der Steuermann. Ah. Ja. Vielleicht ist die für Macht Rick. Des Meeres. Vielleicht kriegen wir das echt hin, dass Rick hier seine Mannschaft kriegt. Harvey. Na, gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht? Ist dir langweilig oder warum stellst du so blöde Fragen? Doch, und ich habe viel Gold und Frauen erbeutet, die in meiner Kajüte auf mich warten. In der was untere, oder? Doch, und ich habe viel Gold und Frauen erbeutet, die in meiner Kajüte auf mich warten. Echt jetzt? Ja klar. Nein, du Pfeife. Ja klar. Ja klar. Oh, na dann. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. So, so. Aber sonst geht's dir gut, ja? Du redest von Captain Slane? Du klingst ja ganz verliebt in deinen Captain. Es fällt was von deiner Klugheit auf euch ab? Boah. Von seiner Klugheit auf euch ab. Boah, ist das gemein. Du redest von Captain Slane? Natürlich. Von wem sonst? Captain Slane ist der schlaueste aller Kapitäne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So, so. Wer, warum hat dich Slane in seine Crew aufgenommen? Das ist gemein. Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat? Da, das wäre schon interessanter. Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat? Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch, natürlich. Okay. Na gut, man kann es vielleicht trotzdem fragen. Also warum hat dich Slane in seine Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten Diebe. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben und wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten? So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Normaler hätte den verkauft und hätte sich zur Ruhe gelegt, ne? Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Er hat ihn natürlich versteckt. Aber wo, sage ich dir nicht? Der Kerl wird uns nichts sagen. Ich bin ja nicht blöd. Ja, wir hatten die Hoffnung, ne?
Hast du den Dolch schon mal gesehen? Hast du den Dolch schon mal gesehen? Was spielt das für eine Rolle? Du stellst mir zu viele Fragen. Stell dich bei Alvarez an, wenn du den Dolch willst. Dann machen wir mal so. Wie viel brauche ich da? Okay. Was hat Alvarez mit dem Dolch zu schaffen? Was hat Alvarez mit dem Dolch zu schaffen? Er und Slane haben einen alten Deal. Alvarez hat uns mal ausgerüstet und wollte als Gegenleistung den Dolch. Alvarez pocht jetzt auf seinen Deal und glaubt einfach nicht, dass der Dolch nicht hier ist. Und, ist er hier? Nein, Mann, sonst würde Slane ihn doch rausrücken, oder? Ich frag ja nur. Ich hätte mir das mit dem Rumbrennen sparen sollen. Ich hätte alles in die Diebeskunst investieren sollen. Im Becher saufen mehr Leute als im Meer. Schöne Aussicht. Wer solche Freunde hat, braucht keine Hallo Freunde. Spencer. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Wie wär's mit einem Schnaps? Ein Grog bitte, gib mir den rum. Nehmen wir doch einen Schnaps, oder? Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Aha, dann bitte einen Rum. Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Ein Grog, bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Danke. Sehr gut. Nein, ist unglaublich. Was ist denn so los hier? Ich suche Nesir, weißt du, wo er ist? Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Handeln kannst du mir was beibringen und Ende. Dann fangen wir doch oben an, oder? Was ist denn hier los? Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Nein. Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Das war gerade ein Selbstgespräch. Ja, naja, du bist ein kleiner Witzbold, hä? Schau mal, was von Mara gehört. Ich suche Nesir. Warte, fangen wir von oben an, ne? Also, du bist ein kleiner Witzbold, ne? Du bist ein kleiner Witzbold, hä? Du magst Witze. Willst du einen hören? Na gut. Ja, mach. Geht schon. Na gut. Also, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Gut, wa? Spitze. Sehr spitze. Wahrscheinlich muss man einen gewissen Alkoholpegel-Indus haben, damit man richtig drüber lachen kann. Schon mal was von Mara gehört? Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Was? Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es. Was? Das passiert, wenn der Alkoholpegel schon mehrmals seine Grenze überschritten hat, dann sterben zu viele Gehirnzellen und dann, ja, dann kommt das dabei raus. Ja, ich suche Nesir, weißt du, wo er ist? Ich suche Nesir, weißt du, wo er ist? Nesir? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der arme Kerl war dünn wie ein Gerippe. Hat den letzten Winter nicht überlebt. Was? Oh, na toll. Naja, du kannst immer noch sein Grab besuchen. Er liegt hier auf dem Friedhof am Haus der Kapitäne. Hier, ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Danke, das ist aber nett. Dann, ich suche einen Druiden namens Eldrick. Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Was denn? Du suchst diesen alten Knacker. Du kennst ihn? Kennen? Ich? Solche Idioten will ich nicht kennen. Aber er war hier.
faselte was von geflügelten Unholden, Tempeln und so'n Unsinn. Oh, wir haben ihn alle nur verdutzt angesehen. Da ist er wieder zur Tür raus. Er ist einfach wieder verschwunden? Er ist einfach wieder verschwunden? Leute wie der bleiben nicht lange in der Stadt. Möchte wetten, dass er irgendwo im Inland herumgeistert. Frag doch mal die Jungs da draußen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Mhm. Okay, das reicht mir schon. Was, nö, die Jungs da draußen? Die Jungs da draußen? Ja, am besten du fragst Bill. Der steht Tag und Nacht am Nordeingang der Stadt. Er kriegt eine Menge mit. Vielleicht hat er deinen kauzigen Freund gesehen. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. Wir werden uns Mühe geben. Woher bekommst du deinen Rum? Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Mhm. Tatsächlich. Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Was? Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handel normalerweise mit Buß auf Takarigua. Hm. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Oh. Ich besorge den Rum aus Takarigua. Ich besorge dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Buß, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Alles klar. Was hast du denn sonst noch Zeig mir, was du anzubieten hast. Bloody Mary und Proviant. Ja. 89 Proviant. Ah, das kaufen wir nicht. Da haben wir genug geklumpert. Das brauchen wir echt nicht. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Wahrscheinlich einschüchtern oder so, ne? Bring mir was bei. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Wirkung, Schmerztöter, ja. Einschüchtern, ja, ja. Mhm. Ja, nix dabei. Ich danke dir. Das ist so typisch für meinen Vater, dass er einem Toten einen Hinweis gibt. Vielleicht lebte er ja noch, als er den Hinweis bekam. Ach, das glaubst du doch wohl selber nicht. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Tja, ja. Wo geht's eigentlich hier lang? Ich bin Freibeuter und will frei Bier. Aha, das ist quasi nur der Hinterausgang. Okay. Und hier oben? Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Wahrscheinlich Schlafzimmer, ne? Jo, schaut danach aus. Oha. Nachts sind alle Katzen grau. Ja. Wir werden mal speichern. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und jo. Na gut, Kiste und so. Ich hoffe, uns erwischt niemand. Okay. Wie könnte es passen? Ja? Aha, verstehe. So, so, so und so. Tada, haben wir schon geschafft. Es ist drin, ein altes Schwert, Proviant und ein Jadestein. Holla, die Waldfee. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Sehr fein. Einen Apfel. Ein Kerzenleuchter. Ein schönes Bettchen. Aber sonst nichts mehr, ne? No. Ein Balkon. Mit Gold. Aha. Pff, die Leute lassen ihren Klumpert auch überall liegen, ne? Und eine Bank. Da könnten wir uns hinsetzen wahrscheinlich. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind nicht müde. Wir sind standhaft. Wir brauchen nichts zum Hinsetzen. Nur maximal ein Bett hier und da mal. Und das war's. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ja, ja. Ist schon klar. Ist ja klar. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Würde man niemals machen. Okay, das sind keine Früchtchen. Wer bist denn du? Irgendwie schauen die Schmiede aus wie Beowulf, ne? Hallo, Wilson. Irgendwie klappt das gerade nicht. Ich überspringe das mal. Warte mal, er redet gerade nicht mit uns. Ich werde nochmal speichern. Habt ihr das gerade mitbekommen? Der hat nicht gequatscht. Vielleicht ist er stumm. Hi. Ja, das Gespräch kann ich jetzt leider nicht mehr, ne, und so. Schöne Kanonen hast du da. Schöne Kanonen hast du da. Ah, das geht Finger auch. Weg. Die bleiben schön hier. Keine Lieferung, bis das Handelsverbot wieder aufgehoben wurde. Mhm. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Ach, können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Nix da, da kann ja jeder kommen.
Die Anweisungen des Admirals sind eindeutig. Du bist doch dieser neue Captain, oder? Neuigkeiten verbreiten sich hier aber schnell. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Mein Junge, du bist hier in Antigua. Mhm. Das bestgehütetste Geheimnis der südlichen Inseln. Wenn wir diese Stadt auch weiterhin vor der Inquisition verbergen wollen, müssen wir gut über alles und jeden Bescheid wissen. Ganz besonders, wenn es sich um Fremde handelt. Die meisten hier glauben, dass du nicht lange durchhältst. Warum? Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Sowas ist noch niemandem gut bekommen, glaub mir. Ja, aber das gibt Erfahrungspunkte. Die verstehen das Questprinzip nicht. Aber wir machen jetzt mal Schluss für heute. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!